siebte Minute. Eckball Scholl, Kopfball Elber, Salihamidžić gleicht aus zum 1:1. Und es war schon erstaunlich, wie frei Salihamidžić da im 5-Meter-Raum seiner Arbeit nachgehen durfte. Nur 3 Minuten später der Torschütze zum Ausgleich, Salihamidžić, diesmal als Vorbereiter für Giovane Elba, das 2:1. 10 Minuten waren gespielt, Bayern lag jetzt vorne.